Jo Leute, willkommen zurück bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht schon, hier wird einiges gleich fertig. Die verdeckte Aktion ist gleich am Start. Die verlorenen Autopsie ist fertig. Unser Labor ist dann auch fertig. Dann können wir sogar noch schneller forschen. Was will man mehr? Vielleicht gehen wir dann doch noch mal irgendwann auf die. Alter, hier sind Vorräte. 6 Tage. Aber ich würde erst mal gerne diese Vorräte jetzt holen. Wir Ich waren. habe einen Blick auf die Macht werfen Wo waren können, wir denn die die jetzt? Ältesten erwartet. Ah, ich musste noch eine Mission Ob sie machen, ne? nun Ja. ihre Intentionen Okay, erkennen jetzt holen wir oder uns aber die nicht, Vorräte, hoffe ich. Ich dieses hoffe, Wesen dass wir die auch noch ist aus dem rechtzeitig Stoff bekommen, der Götter gemacht. Es bevor der ist nächste dies Monat kommt. eine Macht Was ist jetzt schon wieder? jenseits Avatar oder aller was? Und Wahrnehmung. der Typ labert mich zu. Ich kann nicht Ah, über unser Schicksal gibt's doch richten, nicht. aber es ist mit der sich Es nähernden ist schon zur Lehre Hälfte voll. verbunden. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, Okay, müssen wir das ist uns fertig. beeilen. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir Gesundheit ist vielleicht so gestiegen bei weitermachen, Xanaron. Commander. Und die Erfahrungspunkte haben sich erhöht. Außerdem haben wir einen Ingenieur bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, wir können eine weitere verdeckte Aktion machen. Wir könnten eine Fraktion finden, Widerstandsbefehle. Das Bautempo von Einrichtungen wird um 25% erhöht. Ja, ist aber ein Widerstandsbefehl, den brauchen wir nicht so dringend. Taktische Ausbildung, Fähigkeitspunkte stimmen mit der neuen Kampfintelligenz überein. Boah. Fraktionseinfluss erhöhen. Erhalte zusätzliche Widerstandsbefehle. Warnung, dieser Einsatz könnte von den Auserwählten gestört werden. Soldat verwunden. Kann ich Risiko aufheben? Hinterhalt. Hinterhalt könnte ich wegkriegen. Dass ein Soldat verwundet wird, nicht. Die Einnahmen erhöhen. 13 Vorräte. Nee, ich glaube, dann gehen wir hier rauf. Bald würde ich auch gerne mal hier jemanden finden. Okay, Sergeant. Ah, es sind so viele Leute verletzt. Das ist unglaublich. Okay, warte mal. Wie lange ist 7 Tage noch? Dann schicken wir Unschuld auf die Mission. Sie ist mit Kevin. Okay. Also Unschuld geht auf die Mission. Wir brauchen so viele Soldaten. Hacken. Das heißt, hier sollte jemand mit der ein Spezialist ist. Wir nehmen mal ihn hier mit einfach. Und dann nehmen wir meinetwegen sie hier mit. Sie ist ein Ranger, aber sie gehört halt auch nicht zu unserer Stammcrew. Okay, dass die Soldaten sich verwunden, ist jetzt hier der einzige negative Effekt, der eintreten könnte. Aber wir erhöhen den Fraktionseinfluss. Und das ist eigentlich gut. Wir erhalten zusätzliche Widerstandsbefehle und verdeckte Aktionen, was auch gut ist. Denn jetzt gerade haben wir keine geile verdeckte Aktion eigentlich. Und das sind die Schnitter übrigens. Okay, Aktion Ich befehle starten. meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Verdeckte Aktionszeit. Ja, da ändert sich ja nichts. Ich dachte irgendwie, war es nicht mal so, dass die auch Fähigkeiten bekommen können? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gut, den Widerstandsring. Ach, meine Einnahmen sind immer noch nicht da. Aber hier muss dann mal eben jemand mit hin. Freiräumdauer wird noch mal ein bisschen reduziert auf 11 Tage. Das ist schon mal super. So, Widerstandsring möchte ich vor Monatsende noch machen. Schaffen wir auch, schaffen wir auch. Wir bekommen ja jetzt gleich hier Vorräte. So, wenn das Ich habe mal eine Reihe irgendwann fertig interessanter geht. Entdeckungen Gibt's gemacht, doch nicht, ey. Commander. Okay, die verlorenen Autopsie ist fertig. Mal schauen, was uns das bringt. Ultraschallköder ist nun verfügbar. Auf Basis unseres Wissens über die Verlorenen und ihr Verhalten wurde der Ultraschallköder entworfen, um ihre Bewegung im Feld zu kontrollieren. Er wird eingesetzt wie eine Granate und lockt die Verlorenen dorthin, wo er gelandet ist. Alle Verlorenen in Sichtweite des Zielbereichs werden angreifen. Okay, das heißt, sie müssen scheinbar Sichtlinie drauf haben. Und die Alien-Datenspeicher-Dekodierung könnten wir jetzt machen. Mechanalyse. Advent-Soldaten-Autopsie. Okay, läuft, läuft, läuft. Die sind sofort. Die Datenspeicherdekodierung wäre inspiriert. Bleibt sie wohl inspiriert, wenn ich die Sofort-Dinger fertig mache? Ich gehe davon aus, dass ja. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus. Aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mit Hilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Okay. Wie schnell der Leute hier autopsieren kann, ne? Gefechtsskanner Gefechtsscanner ist ist verfügbar. verfügbar.
des Advent übrig. Okay, auch ein lustiges Ding auf jeden Fall. Neue Forschung, direkt wieder hier die sofortige fertig machen. Diese von Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren. Denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei weitem. Ja. Klingt sinnvoll. So. Advent setzt da draußen unzählige von Gremlin diesen mechanischen Mark II Einheiten zur Friedenswahrung ein. Soweit ich weiß, sind sie vollautomatisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Auch die Fähigkeit des Spezies wäre effektiver. Okay. Bluescreen-Protokoll, angesichts der Anzahl mechanischer Einheiten, die Advent uns entgegenschicken kann, sollte es zu unserer obersten Priorität gehören, Geschosse zu entwickeln, die in der Lage sind, sie zu deaktivieren. Neues Testbereichsprojekt. Haben wir halt noch nicht, ne? Den Testbereich. Ups, was? Forschung zuweisen, sorry. Ja, wenn das hier inspiriert ist, dann machen wir das wir als nächstes. Wir werden sofort mit den Arbeiten sagen. Beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Testbereich kann ich, meine ich, noch nicht bauen. Die Erschaffung der Auserwählten durch die Ältesten oder? Werden wohl Labor wird gleich Theorie fertig. Bleiben. Im Moment fällt es uns schon schwer genug, die mannigfaltigen von ihnen genutzt. Und dann habe ich hoffentlich auch meine Credits mal endlich. Danke. Vielen Dank für die neuen Laboreinrichtungen, Commander. Okay, Einrichtung ansehen. Jetzt wird hier wieder richtig viel fertiggestellt, ne? Hübsches Labor. Okay, da können wir auf jeden Fall ein paar Wissenschaftler reinpacken. So, guck mal, Forschungsdauer minus 17%. Das ist doch wohl geil. So, und der kommt auch nochmal hier rein. Ach, geht noch gar nicht. Muss ich verbessern. Okay. Ja, dann erstmal einer. Das bedeutet... Ah, wir haben die Credits jetzt auch. Sekunde. So, verbessern. Digitales Netzwerk schaltet einen zusätzlichen Platz für XCOM frei, um Widerstandsbefehle zuzuweisen. Das ist sehr gut. Damit haben wir dann gleich zwei... Kann ich nochmal verbessern? Nein. Okay. Habe ich jetzt direkt auch wieder die Energie... Ah ne, doch noch nicht. 20 von 21. Okay. Wie schnell geht das hier? Von 11 auf... Wie viel geht das dann? 7. Ja, ist doch super. Ist doch super. Energie-Relay. Obwohl, wenn ich hier jemanden reinstecke, könnte ich was bauen. Sekunde. Hier für 80 würde ich Energie bekommen. 2, ne? Würde auch gehen. Ich habe noch genug Credits. Testbereich ist verdammt wichtig. Werkstatt ist arschteuer. Krankenstation ist super wichtig. Ich muss eigentlich die Krankenstation bauen. So, wenn ich jetzt das hier ausbaue... Habe ich genau 3 frei. So, jetzt muss ich aber die Credits noch sammeln. Wir bekommen ja bald sowieso schon wieder neue. Also keine Sorge, dass jetzt die Credits hier... Bald ist schon wieder der nächste Monat. So, sehr gut. Wir haben bla bla bla. Okay, ignorieren. Wir gehen zurück. Dann könnten wir jetzt hier bauen. Und zwar... einen Testbereich. Ich brauche den eigentlich auch, ne? Aber die Krankenstation ist wichtiger. Wir haben gesehen, wie viele Leute da die ganze Zeit verletzt sind. Deswegen wird das hier erstmal jetzt gebaut. Wir haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. 5 Tage. Wenn ich den rausnehme, dauert es 8 Tage. Aber dafür kann ich das hier runterpushen, ne? Das dauert dann nur noch 10 Tage oder 11 Tage. Trotzdem, deutliche Verschnellerung. Krankenstation ist wichtig. Die ist wirklich wichtig. So, die anderen Credits behalten wir. Wir wollten ja sowieso eigentlich... Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Wir wollten eigentlich ja sowieso... hier die Waffenverbesserung uns noch holen. Ne? Kostet alles Alien-Legierung. Wir haben nur noch 12. Magnetkanone wäre halt für die Grenadiere wichtig. Schnitter, Spezialisten... Gremlin. Ah, der Gremlin. Zum Hacken und so weiter wäre es schon nice. 5 Alien-Legierung, 35 Vorräte. Ist recht günstig, aber dann kann ich mir das nicht mehr leisten. Ich brauche mal wieder ein paar Alien-Legierungen. Wir müssen den Schwarzmarkt mal finden.
Ah, ich hole mir erstmal für die Grenadiere die Waffe. Lassen wir eben schauen. Meine Güte, ey. Heute sind wir ja richtig hier am Forschen und Bauen und so weiter. Ich möchte, eigentlich müsste ich das auch nochmal irgendwann bauen, damit wir hier dann noch einen Bonus haben. Brauche ich aber noch die Türme für. Schwarzmarkt. Ich muss eigentlich... Rekruten ist nicht so wichtig. Information, also Vorräte bekommen wir gleich. Information haben wir auch noch. Können wir sowieso nicht ausgeben, wenn wir nicht mal im Schwarzmarkt langsam aber sicher aktiv werden. Berechnet neuen Kurs. Wird mal Zeit, dass wir den finden. So, habe ich alles gemacht. Datenspeicher ist gleich fertig. Vorratslieferung dauert noch ein paar Tage. Mit genügend Inspiration ist unser Team überaus effizient. Okay. Von Datenpad geborgen. 69 Informationen. Das ist pornös. Nice. Das finde ich sehr gut. So, dann Psionik, 9 Tage. Wie sieht's eigentlich hier? Ach, Plattenrüstung konnte ich nicht, weil... Ah ne, doch, konnte ich vorhin, genau, aber wollte ich nicht, weil dann die Alien-Legierung flöten gegangen wären. Gehen wir jetzt nach... Ach, experimentelle Waffen sind auch super. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, Commander. Die holen wir uns. So, wie sieht's aus? Trainingszentrum. Brauchen wir eigentlich gerade nichts. Hier können wir noch später Leute reinpacken, damit das effizienter ist. Normalerweise, wie gesagt, ich würde gerne eigentlich hier drauf eine Energiespule bauen. Ein Energierelay, Entschuldigung. Gibt nochmal 10 extra an Energie. Ohne ihren Vater wäre ich wohl nicht mehr am Leben. Er hat echte Wunder vollbracht. Ja, die Avenger zu reparieren war ein Wunder. Ich weiß immer noch nicht, wie er ihr System entschlüsselt hat. Aber ohne ihn stünden wir noch ganz am Anfang. So, die Sache ist halt, hier im Labor ist ja... sind Leute nur zum Forschen am Start. Das heißt, eigentlich müsste ich die Werkstatt hier hinbauen, Ben. Damit wir dann... Krankenstation könnten wir dann dauerhaft belegen. Obwohl die eigentlich auch nicht dauerhaft belegt sein muss, wenn man es mal so sieht. Das Energierelay, was wir dann hier hinpacken, könnten wir dauerhaft belegen. Und was immer wir hier hinpacken. Ich glaube, wenn ich auf die Energiespule kein Energierelay packe, dann ist das gratis, glaube ich, das Gebäude, was man da hinpackt. Das kann aber niemals an die 10 rankommen, eigentlich. Ja, ich muss schauen, wie ich das mache. Hier, wenn ich hier eine Werkstatt hinpacken würde, wäre sie gratis. Und dann könnte ich halt hier drumherum die ganze Zeit mit den Dingern da, mit den Drohnen arbeiten. Ah, wir schauen. Wir schauen. So, die Vorratslieferung kommt bald. Wir scannen hier nochmal. Mal schauen, ob noch ein Einsatz vorher kommt. Gut. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Einige Advent-Soldaten sind mit Geschossen ausgerüstet, die den Statuseffekt Blutung verursachen. Schätze, ich sollte an ein paar weiteren Medikits arbeiten. Ach, ärgerlich. Naja, gut. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Oh. Okay, das hat schon geklappt. Erfahrungspunkte, hier wurde das Hacken. Und niemand ist verletzt worden. Das ist doch gut. Sehr schön. Wir haben gerade neue Informationen über die Außerwelten erhalten, Commander. Okay. Wir haben Fortschritte bei der Jagd auf Rev Rai de Zurich erzielt. Eine neue verdeckte Aktion, die der Schnitterfraktion bei der Fortsetzung ihrer Jagd hilft, ist nun im Ring verfügbar. Nice. Der Einfluss von XCOM auf die Schnitterfraktion ist auf Mittel gestiegen. Sie gewinnen meine Leute allmählich für sich, Commander. Und das will was heißen. Okay, zusätzlicher Platz für Fraktionsbefehle freigeschaltet. Ab sofort sind neue verdeckte Aktionen im Ring verfügbar. Meine Leute sind bereit für weitere Arbeit, falls sie zusätzliche Befehle für uns haben, Commander. Plus 2 Widerstandskontakte. Widerstandsbefehle sind mächtige Fraktionen. Ja, nice. Okay, neue verdeckte Aktionen. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Danke. So, Jagd könnten wir wieder machen. Hinterhalt, Soldaten gefangen. Nee. Auf sowas habe ich keinen Bock. Einnahmen erhöhen. 13. Ja, das ist nicht so viel, ganz ehrlich. Oh, guck mal, Soldaten gefangen ist jetzt irgendwie immer da. Und, was haben wir hier? Beute sicherstellen. Alienbeute. Könnte Legierungen bringen. 25 Info. Risiko aufheben, Soldat gefangen. Aber Hinterhalt kann immer noch sein. Und ich müsste einen Sergeant mit reinnehmen. Ich weiß nicht. Modulare Granate. Finde ich nicht so geil. Ich könnte die Fraktion natürlich auch mal langsam, aber sicher finden.
Soldat verwundet ist halt mäßig. Und wir bekommen aber einen Templer. Die sehen so ein bisschen wie diese Psi-Leute aus, ne? Einfluss ist niedrig. Alien-Beute, Alien-Legierung. Ah, ich brauch die eigentlich. Okay, dieser Einsatz könnte von außerhalb gestört werden. Ich riskier's. Was soll ich machen? Ganz ehrlich. Wir brauchen den Sergeant. Sie ist immer noch 2 Tage nicht da. Das bedeutet, wenn wir... Aber wenn wir in den Hinterhalt geraten und wir einen Scharfschützen haben, ist das wahrscheinlich nicht so geil, ne? Mit wem ist sie nochmal? Mit Kevin. Kevin ist ein Spezi. Zielsicherheit. Ah, brauchen wir das? Auf Kevin? Aber sie werden dann noch besser zusammenarbeiten. Wir nehmen die beiden mal so mit. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Alienbeute finden. Das wäre super. Gefangen genommen werden sie nicht. Hinterhalt habe ich ein bisschen Panik vor. Aber hey. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. Na sicher. Okay. Ich hoffe, dass es alles gut geht. Ich hoffe, dass es alles gut geht. So, Vorratslieferung kommt jetzt auch gleich. Wir scannen mal hier weiter. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Ja, komm vor. 2 Avatar-Fortschrittspunkte. Ja, das ist nicht so geil. Düsteres Ereignis wurde 1 fertiggestellt, sonst nicht so viel bei den Aliens los. Wir haben einen Vergeltungsschlag durchgeführt, einen Guerilla-Einsatz, einmal einen Widerstandseinsatz. Wir haben 3 Gerüchte untersucht, 9 Technologien erforscht und 3 verdeckte Aktionen abgeschlossen. Mein Fokus, all meine Bemühungen. Die werden immer besser jeden Monat. Ich bin gestärkt. Verdammt. Okay, die Assassine da, die Attentäterin wurde besser. Commander, unserer Aufklärung zufolge hat die auserwählte Attentäterin-Einheit ihre Macht gesteigert und eine weitere Stärke hinzugewonnen, mit der wir uns im Kampf auseinandersetzen müssen. Fehlschüsse auf diesen Auserwählten gewähren ihm Schilde. Das ist jetzt nicht wahr. Oh Mann, ey, kinetische Panzerung. Gut. Bestrafung. Ein brutaler Angriff auf den Widerstand der Horde dauert auf die Einheit von XCOM. Intensives Training, das die Stärke im Kampf steigert. Ich weiß nicht genau, wie ich das Wissen hier wieder runterpushen kann. Es ist zum Glück nicht so weit hochgegangen. Für 20 Info decken wir natürlich auf wieder. Fehlschüsse auf Advent-Offiziere und Priester lösen Gegenfeuer aus. Feind zieht sind verdoppelt. Oh, neue Alien-Einrichtungsbau ist bevorstehend. Und in 5 Wochen erst der nächste Vergeltungsschlag, das ist gut. So, guck mal, jetzt darf ich nämlich... Warte mal, das kann erstmal kurz weg. Also, ich darf jetzt hier bei den Schnittern auch 1 reinpacken. Aufstieg des... 2 Widerstandskontakte. Würde ich mir das Funk-Relay erstmal sparen. Mit jedem Tag erscheinen neue Gruppen. Hoffen wir nur, dass sie ihren Platz kennen. Und hier darf ich jetzt 2. Also, pass auf, 10% Bonus, warum nicht? Jeder zerfetzende XCOM-Angriff. Zählt das denn auch für die Granaten zum Beispiel? Wäre ja nicht schlecht eigentlich, das Ding mitzunehmen. Und dann die Widerstandskontakte. Ich meine, das mit minus 20, eigentlich ist es auch geil, aber ich habe es jetzt gar nicht benutzt. Wohingegen Rüstung, es kamen jetzt schon die ersten Roboter. Rekruten brauche ich eigentlich nicht. Widerstandskontakte packe ich mal hier rein. Dadurch, dass wir den Einfluss gesteigert haben, können wir das jetzt machen. Das oder das? Hacken oder zerfetzen? Mann. Schwer. Ich habe sehr wenig gehackt letzten Monat. Zerfetzen hätte mir letzten Monat mehr gebracht. Mal schauen, ob es diesen Monat auch so sein wird. Meine Leute werden hören, ob es ihnen passt oder nicht. Ich mach eben noch das hier fertig. Wenn ihr neu gefundenes Verständnis uns der endgültigen Entscheidung näher bringt, heiße ich ihre Versuche, mich zu finden, willkommen. So. Sie werden feststellen, dass unsere Ergebnisse alle Erwartungen übertreffen. Okay, wir haben die
Testobjekte, Schattenhüte. Oh, das sagt mir gerade gar nichts. An die Axt, den Bolzenwerfer und die Bombe kann ich mich noch erinnern. Die Frostgranate. Frostbombe. Hallo. Schattenhüter. Ach, das ist das, okay. Diese Pistole erscheint im Vergleich zu unseren neuesten Modellen vielleicht etwas altmodisch, aber sie ist bemerkenswert präzise und sorgt dafür, dass selbst unsere weniger erfahrenen Soldaten ihr Ziel treffen. Außerdem besteht die Chance, dass sie das Ziel töten und unentdeckt entkommen. Diese Waffe ist einzigartig und kann nicht dupliziert oder ersetzt werden. Okay, sehr schön. So, was holen wir uns denn als nächstes jetzt? 9 Tage für die Psionik. Die ganzen Autopsien hier gehen auch recht schnell. Ellerium-Kristalle. 5. Machen wir das? Psy-Kräfte? Könnten wir machen, oder ich mache erstmal die Autopsien vielleicht. Komm. Diese von unseren Truppen als Advent-Priester bezeichnete Spezies wurde bis vor kurzem nur selten außerhalb der Stadtzentren gesichtet. Die Priester haben keine einschüchternde Statur, aber wie die Ältesten sind sie mächtige psionische Wesen. Selbst nach dem Tod strahlen ihre Überreste noch einen starken psionischen Nachhall aus. Ja, nice. Mal schauen, was wir durch die Forschung von denen kriegen. Die sind ja auch neu, ne? Also an die erinnere ich mich zumindest nicht mehr. Innerhalb der engen Räumlichkeiten der Avenger fehlt mir der Platz, um einige unserer theoretischen Experimente durchzuführen. Vielleicht bei der nächsten Landung. Ja, ja. Wir sorgen schon noch dafür, dass der alles hier hat. Gut, Leute, dann würde ich sagen, lasst uns an der Stelle erstmal Feierabend machen. Schön, dass ihr wieder dabei wart hier bei XCOM 2. Mal schauen, was dann beim nächsten Mal geht. Wir können neue Kontakte herstellen. Natürlich müssen wir auch noch wieder unsere Vorräte einsammeln. Also, es gibt immer was zu tun. Ihr merkt das schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut ihr rein. Ciao, ciao.